fröhliche Weihnacht überall. Tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtslied, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall. Tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum alle stürmet in den Jubelton. Denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Oh, fröhliche Weihnacht überall. Tönet durch die Lüfte froher Schall. Hallo, liebe Leute, ich wünsche euch schöne Weihnachten und heute dann fröhliche Weihnacht überall als kleines Advents-Tutorial-Lied. Und das geht eigentlich, ist das schon, ja, recht schwer. Zumindest die Version, die ich jetzt hier habe. Und ja, einfach nur mal so zum Reinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das dann heute dann auch dann so spielen könnt, aber dazu gibt es auch einfachere Varianten, aber ich habe es jetzt halt hier in C, also mit einem F mit dabei und einem D-Moll und allen drum und dran. Wir gehen es jetzt einfach mal durch. Als erstes spielen wir in C-Dur. Fröhliche Weihnacht. Und dann kommt ein F über und dann all das C. Tönet durch die Lüfte. Jetzt kommt G vor und wieder C Schall. Jetzt kommt Weihnachtslied, C wieder, also Weihnachtslied ist das G, dann das C, Weihnachtsbaum, dann wieder das G, Weihnachtsduft, das C, in jedem, jetzt kommt das F, Raum, das G, dann fröhliche Weihnacht, überall, das hatten wir schon mit dem F und C, tönet durch die Lüfte, froher Schall. Hatten wir auch. Jetzt kommt darum alle stimmet. Das C, also erst das G, darum alle stimmet, das C in den Jubel. Das war ein A-Dur und jetzt Ton D-Moll. Jetzt kommt das G, denn es kommt das Licht der Welt. Ich hatte jetzt gerade beim Vorspiel, habe ich das G weggelassen, hatte ich das einfach nur das C gespielt. Aber das hatte jetzt keinen besonderen Grund. Ich habe einfach nur nach dem D-Moll habe ich im Endeffekt das G verpasst und habe dann direkt das C dann gespielt. Ist aber auch nicht schlimm. Also ihr seht halt, bei solchen Liedern kann man auch ein ganz kleines bisschen dann variieren. Denn es kommt das Licht der Welt, C von des Vaters, das G und dann Thron. Das Lied ist im Endeffekt ein recht christliches Lied, muss man sagen, aber dieses fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall, das ist halt eigentlich recht schön. Wer halt diese mit dem Jubelton und mit dem Vaters Thron und so nicht dabei haben will, ja, der spielt es halt dann nicht mit, aber finde ich eigentlich auch ganz schön. Ne? Also es ist schon doch recht schönes, klassisches, deutsches Weihnachtslied. Ja? So, dann machen wir nochmal dieses fröhliche Weihnacht überall. Und ihr seht halt meinen Anschlag, ne? Down, down, up, down, down, up, down, down, up, down. Beim C, F, C. Das mache ich bei sehr vielen Weihnachtsliedern immer nur down, down, up, down, down, up. Weil ihr müsst, im Endeffekt müsst ihr einfach nur die Gitarre klingen lassen. Und so richtig viel Rhythmus kann man da gar nicht so richtig viel unterbringen. Und das ist den Leuten im Endeffekt eigentlich auch egal. Die achten nicht auf die Gitarre, sondern die singen ja auch meistens mit. Ne? Und jetzt auch gerade an Weihnachten. Ich habe auch viele, viele Schüler, die mit mir auch für Weihnachten auch vorarbeiten, dass wir halt schon einen Monat oder sogar fast manchmal sogar zwei Monate vorher die Weihnachtslieder durchgehen und vorarbeiten und so. Und ich sage denen dann immer, macht euch nicht so viel Stress an Weihnachten, weil den Leuten ist das im Endeffekt egal, wenn ihr mal das nicht richtig greift oder wenn das dich nicht gut anhört, die hören das erstens nicht richtig raus und zweitens, die sind da, an Weihnachten ist da keiner böse, sondern die singen halt mit und selbst wenn du mal ein bisschen zu langsam bist oder vielleicht zu schnell oder so oder jemand hat einen Textsänger, das ist den Leuten, an Weihnachten ist denen das egal. Hauptsache, die finden halt dieses Gesellige so schön und wenn man da mit Gitarre einfach nur ein bisschen spielt, das finden die ganz, ganz toll. Na, und gehen wir nochmal durch jetzt, mal in langsam dieses fröhliche Weihnacht F. Über
Ah, wie das C. Töne durch die Lüfte. Da könnt ihr das ruhig machen mal. Töne durch die Lüfte. Jetzt kommt das G. Ihr könnt das G natürlich auch so greifen, anstatt so. Ne? Weil immer dieses C, G, C, G. Ne? Dieses froher Schall. So, jetzt Weihnachtslied. Weihnachtsbaum. Weihnachtsduft. Und da wird das wieder dann halbiert. Also wir haben dieses ganze Lied, das entweder klingt der ganze Akkord immer für einen ganzen Takt oder dann wird das halt halbiert. Dann haben wir dann zwei Akkorde in einem Takt, so wie jetzt halt Weihnachtsduft in jedem Raum. Dann haben wir das F und dann das G, beziehungsweise auch so das G. Na, müsst ihr halt schauen, wie ich es jetzt hier dann spiele. Jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall, darum alle Stimme, da haben wir das G, ne? Darum Stimme, jetzt kommt das A-Dur, in den Jubelton. Das A finde ich eigentlich nicht ganz so passend, aber es ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe noch die Version, das Lied in der anderen Version, da passt es eigentlich sehr, sehr gut. Da kann man aber nicht so gut drüber singen. Also finde ich persönlich halt und deswegen. Man kann aber auch noch darum alle Stimme in den Jubelton. Dass man A-Moll nimmt anstatt ein A-Dur, ne? Würde eventuell auch gehen. Vielleicht geht sogar auch ein E-Moll, darum alle Stimme in den Jubelton. Würde eventuell auch gehen. Also das ist wirklich im Original, ist das ein bisschen, ein ganz kleines bisschen dissonant. Ist auch immer in der Kirche ein ganz kleines bisschen komisch, wenn dann das dann gesungen wird. Man weiß nie, hä, wohin mit meiner Stimme, ne? Und dann, denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Damit ist natürlich das Jesus-Baby gemeint. Jesus-Baby ist das Licht der Welt und kommt dann. Ne? Jesus hatte ja bekanntermaßen Weihnachten Geburtstag, hat da ganz gut gelegt, kriegt da ganz viele Geschenke. Ja? Stell dir vor, er hätte dann einen Tag später Geburtstag oder so. Dann sagt man, Mensch Kind, ne, du hast jetzt einen Tag weniger, also später Geburtstag, ne, du kriegst dann jetzt nur noch an einem Tag Geschenke. Ich weiß, wovon ich rede, meine Schwester hat am zweiten Weihnachtstag und das ist immer ein bisschen blöd. Und ne? Hat Jesus ja ganz gut abgepasst, oder? So, ja, ich wünsche euch fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten, verbringt eine schöne Zeit, hoffentlich stressfrei, macht euch nicht so viel Stress und hoffentlich auch besinnlich, ne? Denkt mal an andere Menschen vielleicht, einfach mal so ein bisschen, was so in der Welt vielleicht nicht ganz so gut läuft, was aber auch vielleicht auch was sehr, sehr gut läuft, ne? Und wir versuchen natürlich immer mehr die Sachen, die nicht so gut laufen, wegzukriegen und dass wir alle mehr miteinander und auch in Frieden halt leben. Ne? Ist halt immer ein bisschen schwierig. Manchmal gelingt das ganz gut, manchmal nicht. Und mein Weihnachtsgruß an euch auf jeden Fall hier mit diesem Video. Und schaut euch auch andere Videos von mir an. Empfehlt mich bitte weiter, teilt meine Videos und habt ganz, ganz viel Spaß beim Gitarre spielen und lernen. Macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.